Bist du bereit? Ich bin bereit. Typischen Klischees in der Buchhaltung sind heute ja immer noch, dass das Ganze ein bisschen grau ist, dass wir Erbsenzähler sind. Was? Ich dachte, du machst was Cooleres. Man hört halt oft, dass unser Beruf langweilig ist oder dass wir ja, alle einen Stock im Hintern haben. Aber das haben wir tatsächlich nicht. Ja. Man hat Einblicke in viele verschiedene Branchen, mit vielen Leuten Kontakt. Das ist auch das, was mir tatsächlich sehr gefällt. Ich kann einfach dann selbstständig arbeiten und das macht mir einfach Spaß. HLB ist für mich, dass ich weiß, dass immer einer da ist, der einen den Rücken stärkt. Unheimlich flache Hierarchien, ein tolles Miteinander. Genau, das ist halt eigentlich voll die coole Stimmung. Man ist halt ein Mensch und keine Nummer. Ein Klischee ist mit Sicherheit, dass man Zahlenschubser ist als Steuerberater oder auch Wirtschaftsprüfer. Aber natürlich steckt da viel mehr dahinter. Gell? Aber du siehst gar nicht aus wie ein Steuermensch. Wie sieht denn ein Steuermensch aus? Das ist eine gute Frage. So, ja. Das ist vielleicht nicht das Erste, wo man denkt, der typische Steuerberater geht auf Festivals, Konzerte und spielt noch vielleicht in der Metalband. Ich spiele Posaune bei einem großen Orchester. In meiner Freizeit fotografiere ich sehr gerne. Ich bin Wirtschaftsprüfer und IT-Prüfer. Ich sehe uns quasi mit unserer Abteilung als Schnittstelle zwischen der Buchführung und der IT und auf Augenhöhe mit den Geschäftsführern diese Dinge voranzubringen. Genau. Aktuelles Thema ist ja zum Beispiel Nachhaltigkeitsberichterstattung. Da kommen wir als Wirtschaftsprüfer schon auch wieder ins Spiel. Man lernt den Mandanten kennen, man weiß, welche Struktur ist da irgendwie gewachsen über die Jahre und man weiß, wo verändert man da am besten nochmal irgendwas. Das ist für uns Freude. Das ist tatsächlich was Kreatives und das macht mir Spaß. Jedes Unternehmen ist anders. Es sind natürlich kleine Unternehmen dabei, aber auch mittelgroße, aber das geht aber auch in den zweistelligen Milliardenbereich. Jede Bilanz sieht anders aus und man kann daraus andere Schlüsse ziehen. Deswegen wird es mir nie langweilig. Dass Rechtsanwälte langweilig sind, Paragraphenreiter und immer nur auf das geschriebene Wort achten? Oder was sagt Paragraphenreiter eigentlich aus? Paragraph verbunden mit dem, Absatz des, des, des. Das sind die Klischees. Also es ist nicht nur diese sture Paragraphenreihen. Wir haben auch einen Joghurtmaker. Kleiner Fun Fact. Also wir haben wirklich interessante Fälle deutschlandweit, grenzüberschreitend. Jura ist nicht trocken, sondern knackig. Trocken ist was anderes. Manchmal brauchen wir auch Unterstützung bei einem Fall. Da ist natürlich das HLB-Netzwerk, das auch über Deutschland hinausgeht, großartig. Man hat halt immer die Möglichkeit, wenn irgendein besonderer Sachverhalt ansteht, dass man sich austauschen kann. Da sind die Türen offen. HLB Deutschland bietet ja auch die Akademie an, wo man sich auch punktuell immer noch mal fortbilden kann. Das läuft bei uns, ja. Schuhkartons. Nee, Schuhkartons kommen bei uns eigentlich überhaupt gar nicht mehr an. Also das habe ich die letzten 10 Jahre nicht einmal gesehen. Der Schuhkarton ist digital geworden. Das finde ich gerade das Schöne an diesem Beruf. Es bleibt nicht stehen, sondern es geht immer weiter. Was ich ganz cool bei der HLB finde,
ist die Unabhängigkeit der Betrachtung, wer ich bin, wo ich herkomme. Mir stehen immer alle Möglichkeiten und alle Türen offen. Früher war ich Hörgeräteakustiker. Ich habe meine Ausbildung bei einer Bank gemacht. Ich bin der Erste in der Familie, der jetzt erstmal den akademischen Weg eingeschlagen hat. Ich würde euch tatsächlich sagen, kommt's vorbei. Wir gehen mit euch den Weg, den ihr gehen wollt. Lasst euch nichts einreden, von wegen Steuern sind trocken. Bewirb dich doch gerne bei uns. Egal welchen Hintergrund ihr habt, traut euch. Und du wirst sehen, dass der Job gar nicht so langweilig ist, wie alle immer behaupten. Ich bin mir ziemlich sicher, ihr werdet das nicht bereuen. Ich glaube, wir haben alles abgedeckt. Gut. Vielleicht werde ich irgendwann der Cristiano Ronaldo von Steuern, aber weiß nicht.